und willkommen. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und ich denke, du denkst jetzt, warum hält der denn ein Mikrofon, obwohl der nichts in der Hand hat? Ich habe da so ein kleines Mikrofon dran. Das heißt, hier ist unglaublich viel Wind. Ich wollte hier ein Video drehen für euch und bin hier so ins Feld gefahren und hier hinten, ich halte mal hoch, kann das Stativ nicht mal aufstellen, weil der sonst vom Wind umfällt, weil das so leicht ist, ist die Skyline zu sehen sozusagen. Das heißt, ich wollte ja eigentlich so im Feld ein bisschen was verkosten, ein bisschen was über Samples, Flaschenteilung und so weiter erzählen. Das werde ich jetzt an einen anderen Ort verlagern. Das heißt, ich werde jetzt nochmal schauen, wo ich ein bisschen ruhigeres Plätzchen finde vom Wind her. Und dann wird es einfach über Flaschenteilung gehen, Samples. Hauptsächlich eigentlich auch über Samples. Vorteil, Nachteil, wann braucht man sie? Wie sieht es bei mir zu Hause aus? Welche unterschiedlichen Formen gibt es? Parafilm, Verpacken? Also wenn man über Flaschenteilung nachdenkt, worüber sollte man denken und. Von daher, ich gebe euch einfach mal eine Eindrücke, was ich da so für Erfahrungen gemacht habe, mit und werde dabei ein schönes Samplechen natürlich probieren, das sich natürlich anbietet, hier mitzunehmen. Würde ich keine Kamera mit dabei haben und jetzt hier filmen, dann würde ich mich hier einfach hinsetzen, schönen Wind genießen, schöne Brise, Sonne, genial. Also nicht wundern, warum ich eine Sonnenbrille anhabe, ich werde die dann auch probieren auszuziehen. Aber hier ist es gerade unglaublich hell. Also wir sehen uns gleich wieder. Bleibt dran, ich bringe ein paar Eindrücke mit. Ich habe hier meinen coolen Roller dabei. Tretroller, ist jetzt nicht wirklich elektrisch. Und ja, viel Spaß dabei. So, ich werde mir jetzt hier mal ein schönes Plätzchen suchen. Die Ecke ist ganz schön, aber es fängt ja auch was an zu brummen. Also heute soll es nicht sein. Kleines Bächlein und so, wie ihr gerade gesehen habt. Gerade ein paar Aufnahmen gemacht. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal in den so eine Ecke gehen, wo wahrscheinlich meistens die Jugendlichen sich treffen. Abends einen trinken, passt ja ganz gut. Dann schnappe ich mir mal einen Whisky und setze mich mal hier hin. Sieht ganz nett aus. Vor ein paar Wochen war ich hier. War hier noch nichts hochgewachsen. Der Bach. Ganz schön. Und jetzt ist es eher so ein bisschen gemütlich geworden. Ne? Mal gucken, ob wir das hier hinstellen können einigermaßen. Ich kann ja mein Fahrrad irgendwie als Stabilisation nehmen. So. Dass der Wind nicht so stark ist. Ich denke mal, hier ist ein bisschen geschützter. Safety first. Ne? Hier schön mit Helm, sieht zwar immer bescheuert aus, aber was soll man machen. Ja, ich werde hier mal alles so ein bisschen aufbauen, ein bisschen hinrichten und dann schalte ich die Kamera wieder ein. Wie ihr merkt, habe ich ein kleines Plätzchen gefunden. Bin noch nicht ganz so glücklich. Vielleicht ziehe ich gleich nochmal um. Gehe doch wieder davor, wo ich erst hin wollte. Jetzt fängt natürlich jemand an, Rasen zu mähen, die Hecken zu schneiden, was auch immer. Ich hoffe, der Sound, das geht einigermaßen. Ich habe es gerade getestet. Sollte okay sein. Sorry dafür. Wie gesagt, es soll um Samples und Flaschenteilung gehen. Ich werde das mal so ein bisschen aufteilen. Ich habe natürlich Notizen gemacht. Und habe gedacht, komm, ich nehme euch einfach mal mit so auf dieses Thema. Wofür braucht man Samples? Meiner Meinung nach, irgendwann, wenn man Whisky genießt, kommt man da fast nicht drum rum. Ich sage euch, warum ich da zumindest der Meinung bin. Ja, das ist zum einen so, ich habe jetzt ein Pröbchen dabei, man tauscht sich untereinander aus, man geht irgendwann auf Messen. Da hat man immer die Möglichkeit, Sampleproben, so kleine Fläschchen, ich zeige mal eine, ist eine dabei, die ist gefüllt. Das ist jetzt 3CL, die gibt es dann in 4CL, 5CL, 2CL, 10CL und so weiter. Also eigentlich in allen Größen, unterschiedliche Formen und so weiter. Kann man schön mitnehmen und kann dann unterwegs was trinken. Ist natürlich eine coole Sache. Aber darum geht es gar nicht hauptsächlich. Ich finde, wenn man so ein bisschen Samples einfach für sich hat, leere, macht man eine Flasche auf. Oft ist es bei mir so, ich kann gar nicht 70 Milliliter trinken. Natürlich kriege ich die Flaschen irgendwie leer, wenn ich es drauf anlege. Aber es ist natürlich so, oft will ich das gar nicht. Ja. Das heißt, es ist so, dass ich natürlich Samples habe und auch Flaschen, aber probiere dann halt manchmal diese Flaschen ein bisschen zu reduzieren und vielleicht ein bisschen was für später aufzuheben. Das heißt, ich gehe hin und fülle mir oft nochmal so 10 CL ab, wenn die Flasche leer ist.
Habe ich früher gemacht. Mittlerweile mache ich es oft auch gerne am Anfang. Also lieber mal 10 Zähl schon direkt raus. Dann hat die Flasche natürlich gleich ein bisschen Luft. Man hat sie aber direkt schön verschlossen, kommt wenig Luft dran, in die Ecke gestellt. Und wenn man Lust drauf hat und sie doch will, kann man sie auch einfach wieder rausholen. Und aus dem Pröbchen, woraus man sie einschenkt, ist ja eigentlich egal. Aber so habe ich immer den Fall, dass ich, wenn mich mal jemand fragt, hast du davon noch was? Meist nichts habe, aber wenn ich dann so auf Messen gehe oder mit Freunden mich treffe, dann bringe ich oft diese Dinger mit. Und dann hast du jetzt, da glaube ich, immer noch 10 CL von einem 31 Jahre alten Kalila, einem 29 Jahre alten Ben Rinnes, der früher halt unglaublich einfach bezahlbar noch war im Vergleich zu heute. Und da hast du einfach schönen Stoff. Einfach mal zur Seite gestellt oder ich habe dann Dalyun von der Society, den ich einfach grandios finde. Da habe ich noch eine Flasche und dann kann ich mir natürlich, wenn du mehr Flaschen hast, hast du auch noch was. Also dafür lohnen sich natürlich diese Samplechen, mache ich meistens so 10 CL direkt weg. Es sammelt sich ein bisschen was an, das ist der andere Nachteil. Was macht man mit dem ganzen Kram? Also das muss jeder für sich entscheiden, aber das wollte ich einfach mal so als Punkt bringen für Samples. Ist natürlich ein Punkt. Ein anderer Punkt, so ein bisschen neben dem Wegstellen, die Anzahl. Naja, wie sieht es bei mir aus? Ich mache auch bei vielen Flaschenteilungen natürlich mit. Trinke da fleißig mit. Ich verteile einiges. Das heißt, wenn wir uns den Punkt Flaschenteilung irgendwie so in diesem Sample-Bereich mal anschauen. Zum einen mitmachen, da brauchst du nichts. Du kriegst Samples. Ich verwende die nicht wieder, um sie nochmal jemand zu geben. Ich spüle die mir nur aus und nutze die selbst. Ja, so mache ich das. So kommt man auch an Samples für seine privaten Bestände. Möchte aber eine Flaschenteilung machen, muss ich mir Samples besorgen. Und dann fängt es an. Verschiedene Größen, man braucht Parafilm, man braucht Kartons, man braucht irgendwie etwas, was den Transport sichert. Gut, da kriegt man, wenn man Whisky kauft ab und zu und hier was bestellt online, auch mal was vom Versand. Ne? Wenn man viel lokal einkauft, kann man da auch nachfragen. Aber im Grunde, dieses ganze Packmaterial muss man alles lagern. Das ist ein riesen Aufriss. Also wenn ihr das vorhabt, den Kram lagern, den Kram kaufen, den Kram runterbrechen mit Excel-Listen, runterkalkulieren, um es irgendwie ein bisschen einzupreisen, wenn man es fair macht. Dann irgendwie Bestände pflegen und dann die ganze Kommunikation. Man teilt eine Flasche, die Leute kommen. Also da ist es oft so, wenn man dann auch was anbietet und hat halt nur 10 CL, nur 5 CL, abhängig davon ist es manchmal für jemanden interessant oder nicht. Ja, haben wir teure Flaschen, interessieren sich die Leute mehr für 5, 2 CL, je nachdem, was der eine sucht, oder auch 10 CL, aber eher die kleineren Flaschen in der Masse, wohingegen bei einem Whisky, der, sage ich mal, 30 Euro kostet, naja, 10 CL schon auch gut machbar sind. Andererseits ist da der Aufriss natürlich auch so, dass man dann mehrere Flaschen meistens teilt und dann brauche ich auch nicht 10 CL, weil dann habe ich wieder eine ganze Flasche. Wenn man nur so probieren will, reicht mir oft 5 CL, andere sagen, es ist 10 CL. Also da gibt es auch verschiedene Größen. Ich denke, da kann man einfach rausfinden, welche Größenform man selbst mag. Das heißt, Flaschenteilung nicht unterschätzen, das ist ein Heidenaufwand. Deswegen mache ich das so wenig, falls ihr euch wundert. Ich werde immer wieder angeschrieben und ich bin hin und her, ob ich so eine Teilungsliste anbieten soll oder so. Ich mache es privat hin und wieder, wenn mich jemand anfragt, hier hast du was, dann kann ich meine Sample-Liste rausschicken. Das mache ich aber privat. Ansonsten ist das mir einfach viel zu viel Aufwand. Ja. Ich mache das eher mal für so spezielle Aktionen, für meine Videos über die Freundesliste. Also lasst mich einfach mal wissen, ob ihr da wirklich Interesse hättet, ob ich mir die Mühe machen soll oder eher bei so kleinen Aktionen immer mal wieder bleiben soll. Ja, kommt demnächst was. Also seid gespannt. Ja, ansonsten würde ich natürlich gleich den Malt trinken und würde sagen, ich wandere nochmal um. Wie gesagt, ein großer Vorteil, man kann Samples mitnehmen. Ja. Und hier finde ich es ganz schön, das ist so ein 3CL Sample, größerer Flaschenhals, lässt sich auch gut was gut einschenken. Den habe ich vom Marc damals 2018 bekommen, das heißt, man sieht, wenn ich dann auch gleich auf meine eigenen Bestände eingehe, ich habe Samples schon öfters da, ich mache den jetzt schon mal auf, ja, Parafilm drum gemacht. Lässt sich ganz einfach öffnen und dann sieht man hier, größere Öffnungen lässt sich schön einschenken. Ich verrate gleich, was es ist, also wir werden gleich noch was verkosten. Das heißt, hier lässt sich gut einschenken, Flaschen mit kleinen Hals, schwierig einzuschenken, meistens sind das aber die günstigen in der Masse. Normalerweise muss man sowas in der Masse produzieren, damit sie preiswert sind, guter Verschluss und so weiter. Also auch auf die Qualität der Flaschen achten, aufspülen vorher und so weiter. Ja, Sampleflaschen und jetzt werden wir gleich verkosten. Was es ist. Ich wandere nochmal und dann schenke ich ihm ihn ein und werde ein bisschen was dazu erzählen. So, ich habe mir ein Plätzchen gesucht. So viel bin ich gar nicht gewandert. Da war auch dann wieder ein bisschen laut. Egal, ich denke, es funktioniert ganz gut hier. Auch gemütlich irgendwie unter den Bäumen oder so um die Bäume drumherum. Wie gesagt, habe ich mir mein Glas mitgenommen, mein Pröbchen aufgemacht und einen kleinen Dram. Ne?
Ich muss es ja jetzt nicht leer süffeln. Ne? Ich habe mir noch ein Stück Paraffin mitgenommen, das heißt, ich kann dann nochmal probieren. Das reicht mir auch oft jetzt als Kleinigkeit. Ich muss ja noch Roller fahren. Ne? Was ist es denn? Also, vielen Dank, Marc, sage ich erstmal. Das Sample ist von dir, ist von 2018, stand jetzt halt schon in meiner Kiste. Das heißt, so eine Kiste an Samples, die ich mal bekommen habe, von jemand geschenkt, wo man mal was getauscht hat. Das sind also eher die Samples, wo ich mich richtig drauf freue, so wie den. Und das ist ein Alrik Handfilled von Glen Ailes, den er damals vor Ort mitgenommen hat. Und ich habe 3-4 Alriks oder so, sage ich mal, probiert und muss echt sagen, ja, hat immer wieder Spaß gemacht. Die sind leicht rauchig und hier kommt gleich so erdig, Röstaromen, Schokolade, leichter Rauch durch. Mehr Angaben habe ich gar nicht. Ich weiß nicht mal, welche Abfüllung das ist. Marc, wenn du das Video siehst und dich noch erinnern kannst, du dich wunderst, warum ich dieses Sample noch nie probiert habe. Naja, weil ich dachte, ich packe den da irgendwann vor die Kamera. Wie gesagt, und es ist einfach dann auch so schön, ein paar Samples zu haben. Und dann, die werden ja nicht schlecht in der Regel. Man muss schon manchmal aufpassen. Also deswegen jetzt 2018 im Sommer war das. Das ist jetzt irgendwie über 2 Jahre her. Ne? Auf der Finest Whisky Deluxe war das damals. Ja, man muss da einfach ein bisschen aufpassen. Aber hier, die Nase, auch so ein bisschen Holz, ein bisschen Würze, dunkle Pflaume. Also schon ein bisschen extrem, ne? Was man ja, Aylesburn heißen ja mittlerweile, haben. Also diese Alrik sind ja diese etwas teureren Abfüllungen, meine ich. Ja, also bevor ich hier gleich nippe und ein bisschen was beschreibe. Ja, also meine Samples, ich habe da so eine Kiste, wie gesagt, die ist so klein, gab es bei Ikea, kann man auch von sonst wem selbst bauen, in eine Schublade nehmen, was auch immer. Ich finde, die Kisten kann man halt übereinander stapeln oder so seitwärts. Funktionieren ganz gut, kann man auch mal mitnehmen, wenn man Tasting irgendwo bei Freunden veranstaltet und so weiter. Und da habe ich so eine kleine Kiste, die geht da rein, 30, 40 Samples oder so, sie ist nicht ganz fest gepresst. Da sind immer so ein bisschen ein paar Dinge drin, die eher speziell sind, die ich nicht einfach mal rausziehen sollte, wenn jemand da ist. Also mache ich schon bewusst dann, wenn ich jetzt zum Beispiel den mit jemandem trinken wollte, dann würde ich den da rausnehmen. Aber da sind halt auch manchmal Proben drin, die ich dann für ein Video benutze oder so. Ne? Das ist eher so bloggerspezifisch vielleicht. Keine Ahnung. Jeder kann seine eigene Struktur auch suchen. Das ist so meine. Ich probiere mal ein Foto einzublenden. Und daneben habe ich eine andere Box. Da sind alle Samples drin, die ich mir auch gekauft habe, wo ich sage, die können jederzeit, wenn ich Lust drauf habe, nehme ich die mit. Aber die kenne ich meistens noch nicht. Also sind 2 Kisten an Samples, die ich nicht kenne. Und dann habe ich so einen kleinen Bestand, wie ich schon erwähnt habe, wo ich mir eigene Samples von meinen eigenen Flaschen abfülle, die ich kenne, wenn ich mal wieder Lust drauf habe, wenn ich auf eine Messe fahre, wenn ich irgendwo hinfahre und danach noch mich mit Leuten treffe, auf der Bahnfahrt nochmal so einen kleinen Abschlusstram. Da ist immer ganz gut, irgendwie sowas zu haben, was man kennt, wo man sagt, habe ich Lust, irgendwie ein paar alte Bomo-Abfüllungen und so weiter. Die habe ich nicht alle geleert damals, sondern auch so, ja, als kleine Goodies kann man die immer mal wieder mitnehmen. Ne? Und natürlich kann man private Samples dann aus Teilungen und so weiter, aber man kann natürlich auch Samples erwerben, ja? Preislich bei Unternehmen. Und da ist es so, die sind oft ein bisschen teurer. Was ich nicht schlimm finde, wenn die von der Originalbrennerei sind, dann sind sie oft noch mit Marketing versehen, beziehungsweise haben die Originalaussehen. Bei Proben gibt es ja große Anbieter, die das anbieten. Klar, das ist Arbeit, habe ich ja gesagt. Und wenn man das dann bottlen muss, Richtung Auflagen und so weiter, und das kommerziell macht, man muss ja auch irgendwas dran verdienen. Eine private Flaschenteilung ist quasi das günstigste, wie man an Samples rankommt. Aber auch hier und da haben Whisky-Läden immer was rumstehen. Von daher, das ist bei mir auch bunt gemischt, so wie es halt passt. Man kommt halt bei einem Händler an eine vertrauenswürdige Quelle und manchmal auch an speziellere Whiskys. Ja, also, oder von Messen, wenn ich die mitnehme, da weißt du, das ist halt auch ein gewisses Vertrauen da. Ne? Das ist immer die Frage. Ich finde, unter den Flaschenteilungen noch nie irgendwas Komisches erlebt. Gibt bestimmt den einen oder anderen, aber im Großen und Ganzen kann man blind jedem vertrauen, der das macht. Weil welcher Freak setzt sich hin, kauft eine Flasche Whisky und teilt die, wenn er sich nicht selbst für das Thema so interessiert, und dann kommt man gar nicht auf so blöde Gedanken, sage ich mal. Ich werde den jetzt hier mal probieren. Mhm. Also süß, intensiv, ich habe noch gar nichts gesagt, wird ein Sherryfass sein oder ein anderer Süßwein. Ich finde, da kommt ein bisschen was Weiniges, Schmatzendes raus, hinten raus, ein bisschen traubig, also manchmal so ein Cognac hat, Pflaume, Holz, ganz fett und breit und der Rauch so ganz leicht. Könnte sein, dass der Rauch ein bisschen verschwunden ist jetzt, weil es schon seit 2018 da steht.
Also, den werde ich hier gleich doch noch die Hälfte einschenken wahrscheinlich und dann gemütlich hier leer trinken. Mal schauen, ich hatte hier, wo hatte ich es? Parafilm mitgebracht, wem das nicht sagt, kann man in großen Rollen kaufen. Hat irgendwie preislich angezogen. Also, weiß nicht, vielleicht machen mehr Leute Flaschenteilung. Ich habe das abgeschnitten, ist so eine große Rolle. Ist oft so, ich gehe mal hin, ziehe das so ein bisschen auseinander, dann ist es schon mal leicht angezogen, dann kann man hinten das Plastik abmachen, wegschmeißen. Dann geht man hin und kann halt die Flasche schön wieder verschließen. Manchmal reißt er durch an der Stelle, wo ich zu stark gezogen habe, aber im Grunde zieht er sich durch. Wenn man das jetzt ein bisschen größer macht, das reicht in der Regel. Dann ist das wieder fest, ist auch gut für den Versand. In der Regel haben alle Pröbchen bei mir immer Parafilm drum. Das sind so Kleinigkeiten, gerade auf Messen hatte ich es dann auch mal mit und dann kommt jemand, hast du nochmal Parafilm, so für den Transport. Manchmal ist auch so ein Deckel, geht da kaputt, ne? dann hilft es halt nochmal drum zu wickeln, dann rutscht der Deckel auch nicht, wenn man den so schon einigermaßen fest hat. Auf einmal war das Bild weg, das heißt, ich soll in diesem Thema Samples zum Ende kommen. Ich wollte auch einfach nur mal meinen Einblick geben, ich filme jetzt hier mit dem Handy, ne? Bin jetzt ja auch mobil und mobil und beweglich. Das ist übrigens meine Kamera, mein Setup hier so, alles ein bisschen aufgestellt. Kleiner Einblick. Also Malt gefällt mir sehr gut. Flansche warm. Danke, Marc. Ne? Und das Thema Samples, da müsst ihr euch, muss man sich mal reinfuchsen. Also ich finde es immer wieder spannend, gerade auf Messen ist so mein Hauptanwendungsfall. Oder mal einen Kumpel einen Blind-Sample geben, mal Samples auch tauschen. Man muss ja nicht immer alles irgendwie um Geld machen, sondern einfach mal hingehen und sagen, hey, du hast ein paar tolle Malt, meine, komm, rechne mal gegen, so grob, bis es passt und dann tauschen. Und da hatte ich letztens auch 40 Jahre Darus Armagnac, 35 Jahre Armagnac, Bunner Heaven 25. Echt Mord, wo du sagst, geil, habe ich richtig Bock drauf. Ja? Teilweise auch gar nicht so günstig, natürlich auch ein paar günstigere Flaschen oder ein paar alte und so weiter. Und dann haben wir ein riesen Paket hin und her getauscht. Ja? Und da mache ich es halt immer ganz gern, auch mal so eine kleine Blindprobe mal reinzupacken. Also vielleicht hat der eine oder andere ja schon eine gehabt und durfte mal probieren und dann kann man auch immer mal so ein bisschen rauskitzeln, ne? Was ist es? Ein bisschen Spaß haben, Feedback sammeln, macht mir auf jeden Fall unglaublich viel Spaß und so tauscht man sich aus mit Samples. Also Flaschenteilung, Samples immer mal wieder. Ich mache das nicht so viel. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, lasst es mich wissen, ob ihr da wirklich mehr und mehr wollt. Ansonsten würde ich sagen, war es das zum Thema Samples und Flaschenteilung. Wenn euch das einfällt, schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare, ja, wie ihr das Thema seht. Was macht ihr diesbezüglich? Und ich würde sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Tschüss.